Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Wildcards, also quasi um euch als Community. Wer ist von euch mit dabei? Auf geht's zu diesem Video. Ich muss echt sagen, ich bin extremst überwältigt, was die letzten Wochen passiert ist. Wir haben über 1000 Bewerbungen auf den Arctic Warrior. Unterm Strich mehr Bewerbungen als zu Seven vs. Wild. Also Wahnsinn, was für eine Lawine losgetreten worden ist, wie viele Leute von euch sich die Mühe gemacht haben, Mut bewiesen haben, gesagt, ey, ich mache jetzt einfach mal ein Video, auch wenn ich gar nicht aus dem Bereich Outdoor komme und bewerbe mich für den Arctic Warrior. Deswegen fettes Danke an euch da draußen für diese ganze Zeit, die ihr aufgewendet habt, die Mühen und die Energie, die ihr reingebracht habt. 1000 Bewerbungen ist echt heftig, heftig viel. Was konnt ihr echt beobachten? Einen tollen Austausch unter euch untereinander quasi. Tolle Kommentare, ihr habt euch gegenseitig gepusht. Ihr habt das Projekt natürlich auch damit nach vorne gebracht. Es gab so viele nette Kommentare. Wir blenden jetzt mal im ganzen Schnelldurchlauf mal ganz viele tolle Gesichter von euch ein, denn das ist ein Video für euch, wer am Arctic Warrior teilgenommen hat. Das Ganze ist natürlich ist nicht ganz so einfach für mich auszuwählen. Wen nimmt man da mit? Ich entscheide nicht ganz alleine. Natürlich habe ich viele, viele Videos mit euch angeschaut im Stream. Ich glaube, knapp 160 Videos im Stream angeschaut, selber privat noch einige Kommentare da gelassen. Mein Team aus Finnland oder die es mit unterstützt haben und die Ausbilder sind, haben sich auch nochmal ohne Ende Videos reingezogen. 1000 ist natürlich eine riesige Menge. Und ja, um da den passenden oder die passende zu finden, die mit zum Arctic Warrior kommt. Und wisst ihr, was mich besonders freut? Wie viele von euch quasi eine neue Liebe entdeckt haben. Deswegen 1000 Dank dafür, beziehungsweise es ist schön, diesen Stein losgetreten zu haben. Von diesen 1000 Videos oder über 1000 Videos, die es quasi dort gibt zur Bewerbung Arctic Warrior, waren über 100 Videos, wo wir alle gedacht haben, oder ich auch persönlich, ich habe es im Stream gemerkt, finde ich super. So viele tolle Bewerbungen mit Liebe gemacht, mit tollen Aufnahmen, mit Menschen, mit Persönlichkeiten, wo ich echt sage, die will ich unbedingt dabei haben, den will ich unbedingt dabei haben. Was natürlich unfassbar schwer macht, da einen oder eine auszuwählen von wirklich über 100, wo ich sage, ey, muss unbedingt dabei sein, die Person. Deswegen ist Wahnsinn, was für tolle Leute da draußen sind. Ey, danke an euch, dass ich euch auch kennenlernen durfte über diese Videos. Macht euch oder verschafft euch mal selber ein Bild. Geht nochmal hin, gebt den Hashtag ein, Arctic Warrior, und guckt einfach mal, wie viele Bewerbungen es da gibt und wie viele tolle. Ihr werdet auf tolle Persönlichkeiten treffen, Kanäle, die ganz frisch entstanden sind, Geschichten dahinter. Ich war auch im persönlichen Austausch mit vielen von euch. Ich habe so, also wirklich einen Input an Personen bekommen, wo ich sagen muss, Wahnsinn, was für tolle Menschen es da draußen gibt. Also gebt mal den Hashtag Arctic Warrior, schaut doch mal die anderen Videos an, pusht bitte die Leute, lasst Liebe da. Vielleicht einen neuen Hashtag quasi, ja, liebe Grüße von Otto sozusagen als Hashtag nehmen, um euch gegenseitig zu pushen, um einfach auch zu sagen, hey, ich habe dich als Person da draußen gesehen, ich finde dich klasse. Ohne Meckern, ohne Hass, braucht man nicht im Netz, sondern einfach mit ganz viel Liebe, schaut euch die anderen Videos an, pusht auch die anderen Personen, die dort draußen sind. Am Ende hatten wir so 30 bis 40 Bewerbungen und zwar ganz unterschiedlich, denn ich habe ja nicht nach der einen Person gesucht, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt den krassesten Fitness-Typen oder eine wahnsinnig fitte Frau dabei, sondern das waren ganz, ganz viele verschiedene Arten von Videos. Was für Personen haben wir gesehen? Wir haben welche gesehen mit ganz krasser Fitness. Wir haben Personen gesehen, die sich unfassbar Mühe gegeben haben und eine wahnsinnig aufwendige Produktion dahingelegt haben für so ein Video. Ich möchte, dass diese Bewerbung hier für Arctic Warrior unter die Haut geht, also unter meine, nicht eure. Und habt ihr was vorbereitet? Wir sind schon da und da gehen wir jetzt mal hin. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Szenen, die wir gedreht haben. Dann haben wir gesehen, mit Witz und Humor. Wir haben ganz verrückte Personen dabei gesehen, also die wirklich einfach ein Feuerwerk von Spaß dort abgefackelt haben. Beim nächsten Mal bin ich dabei, aber gibt's nicht mehr. Vielleicht gibt's ja noch mal sowas. So Seven vs. Wild 3 oder irgendwas anderes. Ich will mit nach Lappland. Viel Spaß in meiner Arctic Warrior Bewerbung. Dann haben wir gesehen, Personen,
mit einer absoluten Ruhe, Professionalität, also wirklich mit Skills schon, wo ich sage, boah, krass, die sind eigentlich schon über diesem Anfängerniveau hier raus. Anfänger nicht falsch verstehen, sondern über diesem Buddy-Niveau, sage ich jetzt mal. Die also unfassbar viele Skills schon mitgebracht haben. Dann haben wir Personen aus allen Bereichen und Gruppen. Manche haben eine krasse Geschichte mitgebracht. Also wirklich gesagt, hey, das habe ich im Leben schon erlebt und ich habe riesige Tiefschläge hinter mir und bin wieder aufgestanden. Denn wie schwer zu übersehen, fehlt mir der komplette rechte Arm. Und zwar hatte ich vor ungefähr 4 Jahren einen ziemlich schweren Bootsunfall. Natürlich safety first, nur mit Helm. Bin ich mit dem Fahrrad von München bis nach Island gefahren. Alleine hier in der Lahn, direkt vor unserer Haustür, haben wir bis jetzt 7 Tonnen an Müll geborgen. Man findet alles. Wir haben Fahrräder geborgen, Autobatterien, aber auch Waschmaschinen, wo man sich fragt so, what the fuck, wie kommt eine Waschmaschine in den Fluss? Und das war auch nicht nur eine. Wenn ich das alles so zusammennehme, habt ihr auch gesagt, dann ist das eine tolle, ich sag mal, Klaviatur, eine Vielfalt von Leuten, die es beworben haben. Und das feiere ich persönlich. Wir haben Frauen dabei, die so fit sind, wo ich sage, alles klar, die stecken die meisten Männer auf jeden Fall in die Tasche. Deswegen fettes Danke an die ganze Frauenwelt da draußen für solche tollen Videos, die ihr da rausgehauen habt. Also richtig inspirierend. Das soll ja auch so zu sein. Inspirieren von Leuten, die dort draußen sind, sagen, den Mut bringe ich auch auf oder das mache ich jetzt auch. Deswegen fettes Danke an eurer Stelle für so eine unterschiedliche Art von Bewerbungen und Arten, die ihr abgegeben habt an Bewerbungen. Mein Name ist Miriam, ich bin 37 Jahre alt. Zu mir, ich war früher zelten als Kind, jedes Wochenende. Ich habe weder eine militärische Ausbildung, noch bin ich Survival-Expertin oder habe irgendeine Erfahrung in diesem Bereich. So, hallo. Willkommen in einem wunderschön verschneiten Wald und bei meiner Bewerbung. Dann geht auch nochmal ein fettes Danke an die ganzen Creator und Creatorinnen raus, die halt wirklich schon einen großen Account mitgebracht haben. Fettes Danke an euch da draußen. Natur und sowas, finde ich, nährt einfach die Seele. Hey, ich bin Philipp, ich bin Content Creator, Familienvater, Ehemann, Autor. Und wenn sich mir im Leben eine Chance bietet, zu zeigen, was ich kann, dann mache ich das auch. Beziehungsweise habt ihr nochmal ein Sondersrisiko eingegangen, weil, naja, ihr habt schon eine Reichweite und sagt euch, das könnte passieren, dass man sich halt auch nicht so toll anstellen, ist vielleicht falsch gesagt. Aber dass die Community das vielleicht anders auffasst mit so einem Arctic Warrior und sich sagt, das performt ja gar nicht. Deswegen fettes Danke an die ganzen großen Accounts auch, die es beworben haben. Ich habe persönlich damit gar nicht gerechnet. Und im Hintergrund sind wir schon am Basteln an einzelnen Aktionen mit verschiedenen Leuten, denn ich durfte viele neue Leute kennenlernen. Am Ende war es natürlich alles andere als einfach, jetzt wirklich einen finalen Kandidaten oder eine Kandidatin auszuwählen, weil halt, wie gesagt, das Feld so breit ist von wirklich krassen Typen, Ultrasportlern, sympathischen Leuten, absoluten Powerfrauen, die wir drin hatten, Menschen mit richtig tollen Geschichten. Und ich würde jetzt einfach mal ein paar, die mir richtig im Gedächtnis geblieben sind, hier einmal vorstellen, damit ihr einfach auf deren Kanäle gehen könnt, da ein bisschen Liebe dalassen und die Leute zu unterstützen. Wenn ihr jetzt nicht dabei seid bei der Vorstellung, seid mir bitte nicht böse, aber ich habe ganz, ganz viele Leute von euch auf dem Schirm. Zum Beispiel hier der Account von den Ninja Warriors. Ja, ein Powerpärchen hoch 10, wo er sich beworben hat und sie sich beworben hat. Beide Ultraathleten, toll auch irgendwie vor der Kamera natürlich, weil es auch wichtig ist für so ein Projekt. Funktionieren die Leute vor der Kamera? Nicht funktionieren, sondern kommt da eine passende Energie rüber. Ein Wahnsinns-Powerpärchen. Ey, ich habe eure Videos gefeiert. Richtig, richtig cool. Dann hatten wir absolut nordische Naturgewalten. Ja, die ganze Wikinger-Szene war quasi vertreten. Ganz tolle Bewerbungen. Und einer ist mir ja auch ganz, ganz, ganz im Kopf geblieben, muss ich sagen. Also mit deinem Aufruf, ne, muss ich ehrlich gestehen, hast du mich ganz schön bei den Eiern gepackt. Sehr coole Bewerbung. Mega gut gemacht, super sympathisch. Einfach emotional mit auf die Reise genommen. Heimat geworden. So sehr Heimat, dass wir das schon viele, viele Male wiederholt haben. Klar, mit schönen Nordlichtern. Wir haben Iglus gebaut und
Der Schnee und der Nordpolarkreis ist so Komfortzone für mich geworden, dass ich tatsächlich gewillt bin, da irgendwann auch zu leben und meine Rente zu verbringen. Mir eine Blockhütte und eine Holzhütte zu bauen. Und dann hatten wir auch das Thema natürlich Menschen mit Einschränkungen. Und mich persönlich hat das richtig gefreut und berührt, dass so jemand wie zum Beispiel Marvin, der seine Geschichte mit uns geteilt hat, auch ein Video hochgeladen hat. Und ist nicht der Einzige, denn da sind ganz viele da draußen, die sagen, ich traue mich nicht in dieser perfekten Welt, mich da irgendwie zu bewerben. Und deswegen, Marvin, fettes Dank an dich, dass du Mut aufgebracht hast. Krieg gerade Gänsehaut unter der Jacke. Ich erzähle davon auch nicht, um irgendwie die Mitleidsnummer abzuziehen. Da mitzumachen, dich zu bewerben. Ich bin kein anderer Mensch, nur weil ich so einen Ausweis habe. Ganz im Gegenteil. Ich möchte anderen Menschen mit Einschränkungen, wovon es mehr als genug da draußen gibt. Und eins kann ich mal vorwegnehmen, es wird eine Person beim Arctic Warrior mit Einschränkung teilnehmen. Ich mag das Wort Einschränkung nicht, denn die Person, die da teilnimmt, ist für mich ein Vorbild. Zeigen, dass man wesentlich mehr machen kann und wesentlich mehr erreichen kann, als andere Menschen einem sagen oder zutrauen. Und soll auch für viele da draußen ein Vorbild sein. Deswegen, ich schaue, dass wir nicht die ganz gestriegelte Welt dort mitnehmen, sondern alle möglichen verschiedenen Charaktere. Dann hat man sowas wie Maxi Fearless, Lina Outdoor, also Powerfrauen mit richtig Energie, die fitnesstechnisch viele Typen in den Schatten stellen. Und sowas muss auch mit dabei sein, denn es geht auch um die Frauen da draußen, die richtig gut vertreten sein sollen. Und wenn am Ende ein Frauenteam gewinnt oder ein Team, wo eine Frau mit dabei ist, dann feiere ich das. Dann falle ich da gerne auf die Knie und sage, finde ich richtig gut, denn so soll es auch einfach sein. Dann hatten wir Bewerbungen von schlagzeugspielenden Atmosphärenphysikern. Das war also wirklich ein unfassbarer Sympath, wo ich direkt gesagt habe, ja, den will ich sofort mitnehmen. Dann hatten wir Marlin zum Beispiel, also quasi, oder das Frauenduo, was hier um die Welt segelt, wo ich echt gedacht habe, also es war ein wahnsinniges Video, ganz, ganz toll produziert. Und da kam halt richtig Energie rüber, ein unfassbar tolles Video. Manche Niederschläge lassen mich an unserem Vorhaben zweifeln. Doch Marlin, motivieren Sie. Ist mir richtig, richtig im Kopf geblieben. Ganz, 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 ganz toll. Welche, die mit unfassbar qualitativ hochwertigen Videos gekommen sind und auch eine tolle Botschaft drüber gebracht haben. Florian. Elli, Lorenz, also ganz, ganz, ganz viele hatten wir dabei, die wirklich einfach krasse Videos abgeliefert haben, wo ich echt auch im Stream Gänsehaut bekommen habe. Also fettes Danke für solche Produktionen, die mich tatsächlich auf eine richtige Reise mitgenommen haben. Ich bin Naturfotograf, arbeite ausschließlich an selbstbestimmten Projekten. Meine Bilder werden in Magazinen abgedruckt und konnte bisher nur mit einer Person erfolgreich ein Team bilden, meiner Frau Lisa. Ich bin Elli, ein ungeschliffener Diamant, der auf dem Weg zu seiner vollen Pracht ist. In die unendliche Weite, auf dem Weg zu mir selbst, in das Ungewisse, zu meinen Ängsten, meinen Grenzen und schlussendlich zur vollkommenen Freiheit. Ich bin der Lorenz und ich will beim Arctic Warrior dabei sein. Euch diese atemberaubende Natur zeigen, wirklich an meine Grenzen gehen, mal wirklich noch 2, 3, 4 Steps aus meiner Komfortzone rausgehen. Ich bin der Taco und ich bin hier heute im Harz unterwegs, an einem zugefrorenen See. Natur ist mein Leben und meine Leidenschaft. Dann waren wir im Stream natürlich gemeinsam gewesen mit vielen von euch. Und meine Entscheidung fiel dann aufgrund einer Bauchentscheidung auf Franziska. Und da dachten viele von euch, das ganze Ding ist jetzt durch, denn die eine Wildcard ist jetzt einfach weg. Aber alle guten Dinge sind 3. Das erkläre ich euch jetzt einmal kurz. Denn Franziska war eine Herzensentscheidung. Ich bin Franziska, bin 35 Jahre alt, wohne im Kanton Zürich und arbeite in der Sekundarschule als Lehrerin. Sehr spontan getroffen im Stream, weil sie wie manche von euch Hass abbekommen hat. Und da habe ich gesagt, alles klar, mein Herz schlägt dafür, ich mag das nicht, wenn das mit Leuten passiert. Quasi, ja. Sie in Schutz zu nehmen und als Wildcard einfach zu nominieren. Eine tolle Frau aus der Schweiz, den Krebs besiegt, Lehrerin, also verkörpert quasi wirklich einfach jemanden, der auch viel durchgemacht hat im Leben. Und wir haben die Schweiz dabei, deswegen hopp Schwitz, wie so schön gesagt wird. Willkommen die Schweiz beim Arctic Warrior. Dann ging es natürlich weiter.
Denn ich wollte natürlich nicht, dass euch ein Platz geklaut wird. Denn es gab so tolle Bewerbungen und viele haben sich so viel Mühe gehabt. Deswegen kam die Entscheidung, hey, wir gehen von 6 auf 8 Teams hoch. Wer ist die zweite Wildcard? Die zweite Wildcard geht tatsächlich in die Profi-Riege über. Wir haben Manu dabei. Manu, den Buschwerker. Es ist für mich kein Problem, wenn es mal wehtut, wenn es kalt ist, wenn es nass ist. Ich bin physisch und psychisch in der Lage, das zu überstehen. Eine weitere Stärke, ich bin sehr resilient. Durch Thema Aufklärer in der Vergangenheit habe ich natürlich sehr viele Märsche gemacht mit sehr viel Gepäck. Guten Background, militärisch, wo ich direkt beim Video schon gedacht habe, oh, war auch einer der ersten Videos, die wir uns angeschaut haben. Oder ich glaube sogar das erste Video. Ich dachte, der ist eigentlich vom Skill-Level zu drüber für die Buddy-Seite. Und ja, Manu wird dabei sein als Profi. Hat einen tollen Background, eine super Erfahrung, Aufklärungseinheiten gewesen und kann mit der Kamera extrem gut umgehen, gegen zu mir. Das heißt, da dürft ihr auch richtig gute Bilder euch drauf freuen. Deswegen, Manu, Wildcard Nummer 2, geht an die Profi-Seite. Ich habe gesagt, alle guten Dinge sind 3. Und das ist echt schwer, dann noch jemanden auszuwählen, weil es so viele tolle Bewerbungen von euch sind. Ich mache kurz und knapp, wer ist als drittes mit dabei? Lolomaus. Ist natürlich nicht ihr richtiger Name. Hat eine Bewerbung abgegeben, die mich von Anfang an gecatcht hat. Also erstens, ich finde es top, ein bisschen Farbe ins Spiel zu sehen, bringen. Ich hoffe, du hast die knallpinken Haare noch, wenn wir da oben auftauchen. Mit einem Witz aus der Community raus. Grüßt euch Männer und Legionäre. Heute zeige ich euch, wie man in einer Extremsituation überlebt. Und zwar, wenn man im Eis einbricht. Geht nicht, ist nicht, mach mal nicht. Hat mich auf jeden Fall vom Hocker gehauen. Sie ist da schön ins Eis gegangen, wie viele natürlich auch. Aber hat sich dann erst das Feuer angemacht. Mit Witz, mit Charme, vielleicht auch ein bisschen Krabitzigkeit, sagt man so hier im Rheinland. Eine tolle Bewerberin, deswegen Lolomaus ist die dritte Wildcard, die quasi mitgeht. Und ich freue mich sehr darauf, dass sie dabei ist. Dann haben wir aber noch nicht alles rum. Denn wir haben ja eine harte Ausbildung, was heißt harte Ausbildung? Nein, eine intensive Ausbildung, die wir dort mit allen Teilnehmern durchlaufen müssen, weil es einfach sicherheitsrelevant ist. Und es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Teilnehmer sagt, Otto, pass auf, ich habe es mir nicht so vorgestellt, das ist mir einfach zu viel und zu heftig. Deswegen nehmen wir noch eine Reserve mit, ganz offiziell. Die Reserve nimmt an der Ausbildung mit teil, ist im ganzen Gewusel mit drin und kann auch die Erfahrung machen. Und falls einer der anderen Teilnehmer sagt, Otto, das ist mir nicht mehr zu viel oder ist mir zu viel, springt diese Reserve ein. Und außerdem braucht Sebo natürlich im Camp eine gute Gesellschaft, ja, damit ihm auch nicht langweilig wird, denn ich gehe nicht davon aus, dass wir das Rescue-Team brauchen. Und da ist die Wahl gefallen auf jemanden, der mich sehr inspiriert hat, weil das Video nicht viele Worte hatte. Ja, hallo, ich bin der Florian, bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder. Warum will ich beim Arctic Warrior dabei sein? Es hat mich von Anfang an irrsinnig interessiert, die gesamte Idee dahinter. Und ich glaube, dass man im Leben nicht oft die Chance hat, bei so einem Abenteuer dabei zu sein. Jemand, der wahrscheinlich noch ruhiger ist, wie ich das bin. Ganz gelassen, mit unfassbaren Skills. Und ja, die Ruhe sagt es auch, oder der Name des Kanals, Silent Outdoors. Ein Typ, wo ich gedacht habe, boah, alles klar. Mit dem wäre es richtig cool, den auch dabei zu haben. Also ihr merkt schon, wie schwer mir das fällt, überhaupt irgendwen passend auszuwählen. Kann sich im Lager austoben, macht die Ausbildung mit, kann vielleicht tolle Bilder einfangen und Impressionen aus dieser Gegend. Ich finde Florian klasse, ein Typ von Mann auf jeden Fall. Kann Bilder schießen, wo ich denke, Wahnsinn. Bringt eine ganz tolle Persönlichkeit mit, Skills mit. Und deswegen nehmen wir den Florian noch mit, ja, als Backup, als Reserve, der aber voll mit integriert ist in das Ganze und auch Lappland kennenlernen wird. Langes, langes, langes Video, aber vor allem für euch als Community, wo ihr wisst, dass ihr mir echt extrem am Herzen liegt. Haut ihr doch mal unten in die Kommentare, wen seht ihr bei so einem Projekt, beziehungsweise bei nachfolgenden Projekten, denn die nächsten Projekte sind ja schon wieder in Planung, auch wenn sie noch was dauern werden, bis sie kommen. Lasst bitte einen Kommentar da von euch, einen netten, wen ihr sehen würdet. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an und ansonsten, wie gesagt, ihr als Community liegt mir einfach am Herzen, das wisst ihr, ansonsten gäbe es solche Events nicht wie so ein Eltern-Kind-Wochenende. Und ich habe ja noch was vor mit den Leuten, die sich beworben haben. Das heißt, bitte löscht eure Videos auf keinen Fall, eure Bewerbungsvideos, denn ich habe da noch was in Planung für alle, die sich beworben haben. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dann, euer Otto.